Der große Favorit in diesem Spiel, und das sagen wir selten beim Fairway Cup, aber heute ist es definitiv so. Der große Favorit ist der FC Bayern München und Sie hier sind die wilden Krieger. Sie sind die, die das verhindern wollen, die sich wieder mit allem reinschmeißen werden, was sie haben, die durch Teamgeist, durch Leidenschaft, durch Kampfgeist in dieses Endspiel eingezogen sind und sich jetzt mit allem, was sie haben, dem FC Bayern in den Weg stellen wollen. Das hier wird, so viel können wir sagen, der Topscorer des Turniers, aber erst noch viel mehr. Lennart Karl, die Nummer 10 des FC Bayern, der uns hier fantastische Momente und tolle Kabinettstückchen präsentiert hat. Das Finale ist eröffnet. 15 Minuten um den Fairway Cup 2024. Erster Ballbesitz für Leo Ruhland. Im Tor der Bayern. Wenn er gebraucht wurde, war er da. Wird in den Aufbau mit einbezogen. Hier mit Kapitän Moritz Göttlicher. So, erster Abschluss, erstes Tor. Göttlicher eröffnet dieses Finale. 1:0. Starker Ballgewinn, selber den Dribbelweg genommen. Union versucht die schnelle Antwort. Konter läuft, Ballverlust, Bayern wieder auf dem Weg Richtung Tor. Gibt es hier das nächste schnelle Tor. Stark geklärt. Und wichtig, Oscar Welsand. Und Alec Shabani gemeinschaftlich. Also frühe Bayern-Führung. Dominieren sie auch dieses Spiel. Sie haben alle Spiele gewonnen. Das ist selbst für einen Fairway Cup möglichen Gewinner absolut außergewöhnlich. Und das ist der erste Abschluss von Lennart Karl für die Bayern. Und schon der Wechsel nach knapp 2 Minuten bei Union Berlin. Also die Bayern arbeiten wir das gerade ab. 5:1 gegen Arminia, 3:2 gegen den BVB, 2:1 gegen Werder Bremen, 3:2 gegen Union, 3:2 gegen Arminia Bielefeld. Dann kamen sie richtig ins Rollen. 5:1 gegen Schalke 04 und 7:0 gegen Mainz 05 im Halbfinale. Da haben sie den Bizeps einmal angespannt. Hier die große Möglichkeit für Unions Bennett Wilp. So, Blockwechsel auch bei den Bayern. Leo Ruhland im Aufbau. 4 Sekunden waren rum. Bank hat noch mitgezählt. Für Ruhland aber nicht zu hören. So, Freistoß Union. Was geht? Für die Berliner. Auch den Turnierweg arbeiten wir gleich noch gemeinsam ab. Erst nehmen wir diesen Freistoß mit. Brandon Ludwig will ablegen auf Oscar Engel. Ja, gut gespielt, aber das Spiel war unterbrochen. Bayern hat den Abstand nicht eingehalten. Ah, darf sich erst bewegt werden, wenn der Ball gespielt ist. Starker Abschluss! Oscar Engel, passgenau, oben links in den Winkel. 1:1, wir haben ein Finale. Zurückgelegt. Und ein wunderbarer Abschluss. Und Union gewinnt den nächsten Ball. Union wehrt sich. Kontersituation für die Bayern, der Abschluss und das Tor. Die schnelle Antwort, Wisdom Mike. Die blitzschnelle Antwort, hier über die rechte Seite gespielt, der Blick hochgenommen, klasse quergelegt. Und Wisdom Mike, mal wieder der U16-Nationalspieler mit dem ersten Kontakt zur erneuten Führung für die Bayern.
So, Union mutig. Union steht hoch. Union versucht, die Bayern unter Druck zu setzen. So, und bevor es gleich richtig wild wird, probieren wir mal den Turnierbaum der Unioner gegen Bochum und Werder. Gab es zwei derbe Niederlagen, 1-4. Dann den 3-1 Befreiungsschlag gegen Mönchengladbach. Gegen die Bayern, dieses Spiel gab es schon mal im Turnierverlauf hier, 2-3 verloren. Das war schon ein Fight. Dann gab es ein 3-1 gegen Köln, das 4-2 gegen Hertha und eben dann den 3-1 Sieg gegen Borussia Mönchengladbach im Halbfinale. Also wie gesagt, Union hat sich reingearbeitet. So, das ist der Ballverlust, das ist die große Möglichkeit. Das ist laut Gerling kein Foul an Pepe Kischke. So, der bleibt aber dran. Das ist Alex Schabani. Starke Parade hier von Leo Ruhland. Nächster Abschluss durch den Kapitän, durch Richard Langer. Und die Bayern wechseln. Die Bayern haben ihren ersten Block auf der Platte. Langer Ball, kein Problem für Oskar Welsand, für die Berliner. Oh, hier der Ballverlust, der könnte teuer werden. Stark geblockt von Sadu Berry. Unions Nummer 2. So, hier das intensive Duell, Berry gegen Göttlicher. Lennart Karl mit dem Abschluss. Wieder Karl. Wieder Karl mit dem Außenriss. Er ist überragend. Er ist einfach überragend. So. Mit dem linken Außenriss, den will er genauso. Warum? Weil das kann. Jetzt Ballverlust, der könnte teuer werden. Göttlicher auf dem Weg zum vierten Tor für die Münchner. Nein, geblockt. Union rennt. Leo Ruhland auf Leopold Schmidt. Kein Foul. Bin ich bei Baran Özem. Der Nummer 6 war für mich auch kein Foul. Aber sei es drum. Dylan McRae am Ball. Kopfball zurückgelegt. Bayern da. Gut im Rückraum präsent. Ruhland baut auf mit Leopold Schmidt. Wieder mutiger Aufbau durch Union. Welsan mit eingebunden. Nächster Abschluss. Er hat heute kein Abschlussglück. Bennett Wilp hätte locker 4-5 Tore mehr haben können heute. Viel Pech im Abschluss. Unions Nummer 5. Bisher reichte es ja auch so für Eisern Union. So, nächster Druck. Union mutig. Moritz Göttlicher verpasst diesen Ball von Leopold Schmidt. Hälfte der Spielzeit in diesem Endspiel ist gespielt. Bayern führt verdient. Das ist aber nicht der leichte Durchmarsch. Union wehrt sich.
die erste Finalteilnahme für die Berliner. Bayern München zuletzt 2014, vor genau 10 Jahren im Endspiel, das ging verloren. Letzter und einziger Cupgewinn war im Jahr 2010. Übrigens mit Emre Can im Kader. Ja, damals in der Bayern-Jugend aktiv. So, Abschlussversuch für Baran Özen. Ansonsten die Liste ja an prominenten Spielern der Bayern, die hier in Lübeck auf der Platte standen, das ist wahnsinnig hoch. Holger Badstuber, Mats Hummels, Thomas Müller, Sandro Wagner, aber auch zum Beispiel Manu Winzheimer war 2015 hier. Der Stürmer mittlerweile bei Arminia Bielefeld. Ausgebildet bei Bayern München. Wieder Blockwechsel bei Bayern München, während Union, es war schon in den letzten Spielen so, jetzt nur noch punktuell wechselt, meistens auf Blockwechsel verzichtet, sondern die unterschiedlichen Akkustände der Spieler berücksichtigt und die Mannschaft punktuell verändert. Starkes Duell hier wieder zwischen Pepe Kischke und Richard Ayaji. So, Ballgewinn Union. Kein Problem. Ayaji hat den Ball. AV mit Rafael Pavlic. Ja, immer wieder diese Akzente nach vorne. Schon viele Abschlüsse. Klasse freigespielt. Und nicht das Tor. Große Möglichkeit hier für Pavlic. 5 Minuten noch. Da hatte Saldo Berry auf den Abpraller von der Bande gehofft. Ah, der Direktball war eine gute Idee, wieder auf Berry, der jetzt diesen Ball abfängt. Oh, starke Gegenbewegung. Gibt es jetzt eine Überzahlsituation? Wenn sie schnell ausspielen. Richard Langer schießt selber. Kein Problem für Leo Roland. Aber Union bleibt im Spiel. Gibt sich nicht geschlagen. Stark jetzt von Roland. Nächste gute Möglichkeit für Union. So viel Gegenwehr hatten die Bayern zuletzt im Achtelfinale gegen Arminia. Jetzt die Möglichkeit zur kleinen Vorentscheidung. Die fällt in diesem Moment. 4-1 für die Bayern. Ich weiß nicht, ob es ein Torschuss war oder ob er den wirklich über die Bande spielen wollte. Auf jeden Fall Frank Eguatu Ochochukwu trifft zum 4-1 für Bayern München. Und sie sind schon wieder auf dem Weg Richtung Union-Tor. Und wieder Leo Roland, omnipräsent. Da in seinem abgeklebten Strafraum. So, Bayern nimmt das Tempo raus bei 3-Tore-Führung und noch 3 Minuten zu gehen. Stehen sie kurz vor ihrem zweiten Freeway Cup gewinnen. Wir übertragen natürlich die Siegerehrung. Wir übertragen die Auszeichnung bester Scorer, die Auszeichnung bester Torhüter. Bleibt also gerne dran. Wir runden hier den Finaltag gerne für euch ab. Nach dann etwa 8 Stunden Live-Übertragung. So, Union kommt nicht wirklich durch. Nächste Schussmöglichkeit, wieder vorbei. Mal zurückgelegt, vielleicht jetzt nochmal der Abschluss. Nein, da war wieder Rafael Pavlic dazwischen.
Kein Foul hier von Brandon Ludwig. Jetzt ein Foul von Brandon Ludwig. Und nochmal der Blockwechsel. Die letzten zwei Minuten. Unter anderem mit Leonard Karl. Union gibt sich hier nicht auf. Bis zum Ende zeigen sie die Mentalität und diesen Charakter, den diese Mannschaft zwei Tage ausgezeichnet hat. Beide haben auf ihre Weise unglaublich viel Spaß gemacht. So, nochmal Abschluss, Leonard Karl. Links vorbei. Von dem werden wir hören. Und an den werden wir uns auch noch die nächsten Cups zurückerinnern. Da bin ich mir ziemlich sicher. 15 Jahre jung, mit am 22. Februar 16 Jahre. Barry nochmal mit dem Versuch des Seitenwechsels. Karl mit dem ersten Kontakt. So, die letzte Minute des Fairway Cup 2024 ist angebrochen. Bayern auf dem Weg zum Cup-Gewinn. So, und setzt er hier nochmal dem Turnier eine Pointe auf. Nein, er trifft die Latte. Aber das Ding ist ja noch nicht vorbei. Er würde noch gern eins machen. So, nächster Ball gewinnt. Fährt jetzt Göttlicher. Moritz Göttlicher. Moritz Göttlicher, Torwart vorbei. Kriegt den Ball nicht ganz verarbeitet. Jetzt der Pass. Leonard Karl verpasst. Da stehen sie schon. Die Pokale. Es geht also gleich direkt los. Der Wagen mit reingeschoben. Ihr müsst nicht lange warten zur Siegerehrung. Nochmal Abschlussversuch von Özem. Leopold. Schmidt auch nochmal. So gibt es den Ehrentreffer. Kein Foul. Richtig erkannt und richtig gesehen. So, Bayern nochmal. 2 Sekunden. Das war's.